Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei einem World of Warships Replay. Ja, was haben wir vor uns? Wir haben vor uns die Des Moines, den Stufe 10 Kreuzer der Amerikaner. Und wie schon beim letzten Replay bin ich immer noch auf der Jagd nach den Schlachtzügen von den Japanern. Schlachtzüge? Ja, ich glaube, das letzte Mal habe ich mich hier vertan. So, ich lasse mal weiterlaufen, während ich hier vor mich hin laber. Was haben wir? Wir haben logischerweise ein Stufe 10 Match. Wer hätte das gedacht mit einem Stufe 10 Schiff? Und ja, sind logischerweise halt hier, haben keinen Flugzeugträger. Leider, das heißt, Flugzeuge wird es einfach nicht geben. So, ich kann wieder umschalten. Ich denke mir am Anfang, okay, linke Seite auf der Karte, von der Karte her gesehen, zwei Schlachtschiffe, ein DD, naja, so richtig viel ist das nicht. Auf der anderen Seite ist viel mehr, da wollen wir doch rüber. Bis ich sehe, der zweite DD in der Mitte, ich fahre jetzt auch darüber, naja, dann können wir die beiden doch nicht sterben lassen. Also doch nochmal hart reindrehen. Kanonen, ja. Sollte ich vielleicht auch noch auf die richtige Seite bringen, mache ich auch gleich jetzt, nämlich so, schön rechte Maustaste halten. Wobei, meine hintere Kanone will jetzt auch nicht drin. Jetzt fängt sie an. Egal, ja, wir sollen A erobern, ja, das ist super, da haben wir einen richtig schönen kleinen Durchgang, den werden wir jetzt wohl nutzen. Ist ja wunderbar, da kann man sich ein bisschen verstecken und überhaupt und ja. Ich werde, wie das letzte Mal, das war zwar ein bisschen Arbeit, aber mir gefällt das. Es ist zwar nicht ultra hübsch gewesen, aber ich werde die Skillung vom Kapitän und die Module, die ausgerüsteten, hier nochmal wieder hier in das Video reinschnippeln. Damit ihr das seht. Genau, im Prinzip, es ist eh recht einfach erklärt, es ist eine Anti-Air Des Moines mit trotz allem Radar. Und die ist sehr verlockend. Die ist ultra verlockend. Ich habe AP ausgerüstet und jetzt kommen die Schüsse. Ich will die gerne haben, den Hannes. Auch wenn ich jetzt vollkommen offen hier bin, da habe ich auch ein bisschen Glück jetzt, da schalten die nicht schnell genug. Da hätten sie mir richtig übel Schaden machen können. Und schön hart eindrehen. Ein Schuss geht noch und langsam werden. Gleich hinter der Insel wieder verstecken. Wir wollen hier nicht zu viel kriegen und da sehen wir schon warum. Und irgendwas, wir waren es nicht, hat hier die Des Moines heftig erwischt. Und die macht jetzt wieder das, was wir das letzte Mal beim Replay gemacht haben. Einmal Insel kuscheln, bitte. Und ihr seht die Markierung. Ich hasse sie, ich hasse sie. Ich will den großen Kurfürsten eigentlich. Aber sie schaltet nicht um. Sie will einfach nicht. Das Zielen, ich weiß nicht, das war früher besser, um ehrlich zu sein. Jetzt hat sie umgeschaltet, jetzt ist zu spät. Das war früher besser. Ich weiß nicht, was sie geändert haben. Wieso? Vielleicht habe ich auch meinen Spielstil geändert. Keine Ahnung. Und schaut, was wir haben. Schaut, eine Gearing. Und gleich nochmal. Sofort auf HE gewechselt, nachdem der erste Schuss draußen war. Oh, der ist ja wunderherrlich. 10 Kilometer. Und. Oh, ja. 4600. Gute Treffer. Unsere Shimakaze kann hier gut Hilfe brauchen. Und wie schon beim letzten, wenn sie schräg fahren, die Gegner, habe ich echt ein Problem im Treffen. Das ist irgendwie so. Gut, sie brennt, ihr Motor brennt, das heißt, sie ist nicht ultra schnell. Ah, gerade noch so hinten den Arsch erwischt. Und rechts, rechts, jawohl. Das war die Gearing. Wieder 5 Treffer insgesamt, schön, 16.000. Ja, das wird eine sehr schnelle Runde. Ich sag's euch, wie es ist. Oh, eine Atago. Seht ihr das? Eine Atago. Die ist doch schön. Leider noch nicht für uns zu sehen. Es wird auch keine Ultra-Monster-Runde oder sowas. Also sag ich gleich, das spoilere ich mal. Aber sie zeigt schön, was mit einer Des Moines möglich ist, wenn... Ja, wenn man sich ein bisschen was traut. So ist ja nicht. Inzwischen, wir schauen auf der, wenn wir auf der Karte schauen, wir sind hier heftig. Wir sind hier mit 2, 4, 6, 8 Schiffen. Also da haben die Gegner nichts zu lachen. Und eine Atago.
mit dem ersten Schuss komplett vertan. Aber der zweite sieht man gleich, glaube ich, der trifft, oder? Nein, trifft nicht. Auch gut. So, der Hannes nimmt die Benson raus. Hatte ja auch nicht mehr viel, aber mir egal. Ich will da rein. Ich will hier... Erstens, ich will den Hannes natürlich erwischen. Und mir ist das vollkommen egal, ob er da eine Kurfürst ist oder sonst noch was ist. Ich will da rein. Da ist der Hannes. Wo ist der Hannes? Da ist der Hannes. Einmal HE. Na, das war nicht viel, aber... Oh, 18.000 Hannes. Das tut weh. Ich meine, bei uns auch. Von der Kurfürst vermutlich. Und nochmal. Und das war der Hannes. Und schaut's, was wir hier gleich haben. Von was auch immer die aufgedeckt war. War wahrscheinlich aufgedeckt, weil sie geschossen hat. Und jetzt habe ich ein Problem. Weil ich sehe sie nicht. Und ich will aber hier auch nicht weg mit den Kanonen, weil die muss aufgehen. Die muss wieder aufgehen. Ist zumindest mein Gedanke dahinter. Radar. Und da ist sie. Vollkommen richtig. Einmal volle Ladung und weg ist die Kagero. Und schaut, was wir hier haben. Noch immer die Atago. AP. Und wie wir sehen, ich schau auf die Schlachtschiffe mit meiner Nase. Wird jetzt sogar die Kanone repariert. Und, jawohl, gleich der nächste. Also, inzwischen, A ist leer im Prinzip. Zwei Kreuzer rausgenommen, zwei DDs rausgenommen, aber das schaut natürlich jetzt nicht gut aus. Aber, zu beachten, die Secondaries feuern. Das ist irgendwie nicht viel, aber man, am Ende des Tages, man sieht es auch oben jetzt schon, 8, 10... Und natürlich, das tut weh. Das tut richtig weh. Jetzt nur noch eine Kanone. Und ich wusste jetzt nicht so recht, was mache ich. Ich richte mich jetzt auf der großen Kurve vor mir aus und schaue einfach die Tirpitz an mit dem, was halt geht. Die hat HE geladen, was für mich ein bisschen Glück ist. Glaube ich zumindest, weiß ich jetzt nicht. Zumindest die Secondaries feuern wie blöd. Und ich stecke natürlich weiter fröhlich ein, aber ein bisschen was geht noch, ein bisschen was geht noch. Und einmal reparieren geht auch noch. 4.700. Und noch einmal 3.800. Also da geht schon was. Die segelt ja auch da richtig schön breitseitig zu uns. Und nochmal 2.5. Und der letzte. Nichts mehr. Alles abgeprallt. Gut. Zerschellt. Aber deswegen schnelle Runde. Aber 4 Kills. A komplett... klar gemacht quasi. Und wir sehen es oben. Wir haben zwei Schiffe verloren. Die Gegner eigentlich fast alles. Das war insgesamt eine gute Runde. Warum die Yamato hier nicht einfach die Tirpitz abfeuert, die noch dazu Torpedos hat, ist mir nicht klar. Sie will die große Kurfürst haben, aber meiner Meinung nach, sie muss hier ihre Kanonen drehen. Die zwei vorne reichen. Das ist eine Breitseite auf der Tirpitz, das ist ein Schuss. Aber ja, sie will die, sie macht das mit den Secondaries auch okay, kriegt aber jetzt hier natürlich trotzdem, war zu erwarten. Oder auch nicht, nämlich hat sie echt Glück gehabt. Ich meine, bei dem Stand der Dinge im Match eigentlich unwichtig. Aber ja, gut, meine Lieben, im Endeffekt, ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Ups, das war nicht schneller, das war langsamer. So, das war's im Endeffekt. Jetzt geht die Kurfürst noch drauf und dann bleibt nur noch die Charles Martel. Und das war's, ein 10-Minuten-Mini-Video. Ja, aber ich fand das irgendwie schön. Das ist, natürlich muss man schon auch so ehrlich sein, das funktioniert nicht immer. Und das war natürlich ultra risikoreich, da so reinzustürmen. Aber, naja... Am Ende hat es tatsächlich für Platz 1 gereicht. Und ja, gerade bei der Gearing haben wir das meiste verursacht. Natürlich auch auf der Tirpitz sehr viel. Ich glaube, es waren 30.000, 20.000 irgendwie so insgesamt. Und ja, die Dämonen natürlich auch so um die 20, 30. Also so kommt schon was zusammen. Gut, dann bleibt mir nur noch eins, mich wieder zu verabschieden. Und
Ich hoffe natürlich, wir sehen uns im nächsten, beziehungsweise ihr schaut im nächsten Video wieder rein. Wie immer am Ende wünsche ich alles Liebe, alles Gute und sagt Tschüss.